Geil. Hallo und herzlich willkommen bei Lions TV. Eine neue Folge Coach im Up steht ins Haus. Ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen und zwar Jakob Schridde, Linebacker, Outside Linebacker, um genau zu sein, und Anthony Dark Angelo, Inside Linebacker. An den Positionen könnt ihr schon erkennen, worum es heute geht. Richtig, es geht ums Linebacking und das liegt mir ganz besonders am Herzen, denn wie einige von euch wissen, durfte ich auf der Bank sitzen und wurde ab und zu auch mal eingewechselt als Linebacker. Aber jetzt zu den ersten Fragen. Jakob, du bist als Receiver zum Linebacking gekommen. Ist das die beste Entscheidung deines Lebens gewesen? Definitiv. Ob es die beste Entscheidung meines Lebens war? Football-wise auf jeden Fall. Also so in meiner Football-Karriere hat es mir auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen und ich bin froh. Also bei den Wide Receivern war es halt öfters so, dass man nur Routen laufen muss. Also man läuft manchmal das ganze Spiel lang und dann kriegt man keinen einzigen Ball. Das ist bei der Defense, insbesondere beim Linebacker, anders. Da kannst du das Play machen und ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt zur Defense gewechselt bin und würde es auch immer wieder machen. Also geht es dir um die Action, Boss? Oh ja, auf jeden Fall. Action, ballern und Spaß haben. Und wie unterscheidet sich das mit dem Inside- und dem Outside-Linebacker? Du bist ja eher Outside-Linebacker. Ja. Wo ist der größte Unterschied da? Ja, der größte Unterschied ist natürlich, dass ein Outside-Linebacker viel, viel schlauer sein muss. Kommen wir zu Anthony Dark Angelo, weil das ist totaler Quatsch. Nein, Blödsinn. Linebacking, the art of Linebacking. Erzähl uns mal ein bisschen was dazu. I would say the art of linebacking, it's the most complex position because you have to be able to pass rush like a D lineman, cover like a DB, and then you got to be able to play the run on every single play. Also das, was du schon so gesagt hast, das ist ja alles relativ komplex. Yeah, it's the most complex position and the hardest position on the field, hands down. Pretty much the quarterback of the defense, we do it all. Most athletic position, for sure. Ihr habt's gehört und wie dieser Athleticism zustande kommt, das zeigen wir euch jetzt. So, Schridde, wir machen uns jetzt ein bisschen warm, so wie ihr genau. Euch immer als Linebacker warm macht. Genau. Wir haben uns hier die Step-Over geholt. Du stellst dich jetzt dahin und erklärst uns, was wir zu tun haben. Ganz genau. Anthony wird's vormachen, ich gehe dann als Zweiter. Dann mal los. Hört sich nach dem Plan an. Alles klar. Okay. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit den Step-Overs. Ja. Anthony wird dir zeigen, wie die Step-Overs geben. Das okay. Ist einfach ein typisches Warm-up. So fangen wir an vor jedem Training, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich wiederhole das immer gerne. Klinge ich ein bisschen schlauer, dann weißt du, dann so ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Ahnung habe, was ich eigentlich tue. Ich verstehe. Also das heißt, Step-Over bedeutet einfach nur, dass er mit einem Fuß dann quasi wie beim Laufen und dann aber... Genau, einfach wie beim Laufen. Okay. Ein Fuß immer in die Lücke und dann immer praktisch einmal durch. Okay. Anthony, zeig's mal, du hübscher Junge, komm. Genau, sauber. Ja, das sieht einfach aus. Jetzt du, Thorsten. Ja, sehr gut, sehr gut. Das kriege ich gerade noch hin. Bisschen stiff, bisschen locker werden. Du weißt, dass ich alt bin, oder? Ja. Next one. Okay, next one. Jetzt machen wir die Step-Overs mit 2 Feet. Also okay. Praktisch, dass wir in jeder Lücke unsere beiden Füße platzieren. Ja. Yeah. Und das zeigt uns jetzt auch wieder Anthony. Okay, Kontrolle und Balance, ja? Genau, Kontrolle und Balance. Ach, guck dir das an. Ah, so ein Athlet. Und jetzt du. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, sah schon gut aus. Stark. Nicht schlecht, oder? Ja. Jetzt machen wir den Shuffle. Shuffle? Genau. Every day I'm shuffling. Und Shuffle ist eigentlich dafür auch für die Linebacker-Position, ja. Um halt auch, wir wollen immer als Linebacker relativ unsere Basis relativ unten halten. Ja. Und stabile Basis, dass wir praktisch auch den Schwerpunkt auch unten haben. Ja. Dass wir schnell reagieren können. Und dieser Drill ist praktisch dafür da, um erstmal praktisch den Rhythmus zu finden, wie man, also praktisch, dass man darauf achtet, immer unten zu bleiben, den Arsch unten zu halten. Gut. Und Football Position. Football Position, genau. Anthony, Shuffle. Okay. Oh, es ist so wunderschön, wie er das macht. Arsch runter, genau, schön, schön. Stark, sehr gut. Andere Richtung? Genau, jetzt nochmal die andere Richtung. Okay, now we're doing the other side. Yeah, other way. Okay. Sehr gut. Das ist so leise bei dem. Ist das gewollt? Ja. Das sieht schon mal sehr stark aus und jetzt machen wir die In-N-Outs. Das ist praktisch so, wir simulieren praktisch in den In-N-Outs. In-N-Outs simulieren wir praktisch, dass wir die Lücken füllen. Also praktisch, okay. Wenn wir als Linebacker müssen wir immer Gaps füllen. Ja. Wenn zum Beispiel den Run zu stoppen. Ja. Und da simulieren wir das praktisch. Also in diesen Rhythmus zu kommen, Laufbewegung zu haben. Okay. Und das sagt jetzt wieder unser. In-N-Outs. In-N-Outs, ja. Genau.
und immer schön runter mit dem Arsch immer unten und immer schneller, dass man praktisch explosiv, wenn du wieder runterkommst, explosiv wieder nach vorne kommst. Also der Breakfoot ist auch immer derjenige, der nicht in die Richtung geht, genau, dass ich hier rauskomme. Genau. Dass ich mir das alles du ja noch kennen. Ja, das ist nicht so lange her. 4 Jahre, Alter. Okay. Okay. Shit. Ja, ja, ich glaube, wenn du versuchst, dir meine Position zu klauen. Sehr gut, sehr gut. Gelernt ist gelernt, ja? Okay, und dann now we doing the jetzt machen wir den Shuffle, Sideways Shuffle. Ja. Und praktisch da ist es auch wichtig, dass der Arsch unten bleibt. Stabile Basis unten und dann praktisch um die Hütchen bzw. um die Bags rumschaffeln. Also quasi auch Konzentration, Form, Konzentration, unten, Ausdauer. Praktisch so, stehst du unten und dann immer so und dann wieder nach vorne. Praktisch, dass wir immer diesen... Ich erinnere mich daran, dass wir immer noch einen Punch gemacht haben. Willst du jetzt schon, dass wir punchen oder einfach nur so durch? Du kannst praktisch an der Ecke von jedem Bag, also wenn du praktisch so gemacht hast, so kannst du immer, kannst du punchen, aber du kannst auch praktisch deine Outside Hand so nehmen, dass du praktisch so einen Rip Move machst. Also sprich, du gehst durch, machst so und rippst durch. Weil der O-Liner ist ja immer ein O-Liner da, der versucht zu blocken. Okay. Und dadurch können wir das simulieren, dass wir durchrippen. Okay. Anthony, er ist wieder dran. Sauber. Jetzt zerstört er uns den ganzen Drill hier. Ja, der ist eine Maschine. Einfach komplette Maschine. Okay. Jetzt bist du dran. Ja. Oh. Weiter runter mit dem Arsch nochmal. Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen. Machen wir nochmal? Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen. Freunde, ist viel zu heiß. Also Arsch unten. Von hier und dann hier und dann mache ich. Bap, so. Genau. Und dann, okay. Und von hier wäre es dann ja. Das ist ja Quatsch. Ja, du musst auf jeden Fall, wie er auch schon gesagt hat, du musst deine Hüfte auf jeden Fall runterhalten. Okay. Also die muss auf jeden Fall unten bleiben, der Arsch muss unten bleiben. Und dann praktisch, wenn du hier durchgehst, machst du ja praktisch so. Praktisch, du versuchst halt eigentlich auch die Hand, praktisch, wenn du diese Bewegung machst, die unsichtbare Hand vom O-Liner, wenn die kommt, wegzuschlagen und dann gleich durchzurippen. Okay, hab ich. Okay. Ja, genau, dann mach's mal. Stark. Jawohl. Ja, sehr gut. Sehr langsam, unfassbar schlapp. Aber es sah gut aus. Aber es sah gut aus. On camera. Okay. Jetzt machen wir die Punching Bags. Ja. Also sprich, wir nehmen die Bags und dann punchen wir einfach. Wir versuchen den Cutblock praktisch. Wir simulieren, dass uns ein Running Bag oder O-Liner, also was mir öfters passiert, dass meine gegnerischen O-Liner mich dann immer versuchen zu cutten. Ja. Und das simulieren wir praktisch. Also wollen das halt einfach trainieren, dass wir runtergehen und praktisch, wenn der Cutblock kommt, dass wir dann schnell reagieren. Cutblock bedeutet quasi, dass ich versuche hier dich versuche zu blocken, um deinen Forward Ganz genau, um mich aus dem Play zu nehmen. Okay. Das zeigt uns wieder unser sympathischer Anthony. Oh. Jawohl. Und schön punchen. Okay. Punching Power. Okay. Hab so wie Klitschko in seinen besten Zeiten. Ach du Heiliger. Jawohl. Okay. Sehr gut, sehr gut. Okay. Bin gleich wieder bei. Komm, so war es noch gar nicht. So what we are doing now. Ich würde sagen, wir könnten jetzt zum Beispiel so ein bisschen Movement machen. Quarter Eagles. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja. Was ist da das Geheimnis bei? Quarter Eagles? Mhm. Quarter Eagles? Mhm. Was sind denn Quarter Eagles? Ich weiß nicht, was Quarter Eagles sind. Ich hab keine. You know what Quarter Eagles are, right? Yeah, we do our warm up. Ah, ja, das stimmt. Oh, ah, ja, hier. Pam, pam, weil, weil immer zu spät ist. Ja. Yeah. Quarter Eagles funktioniert. Weißt du was? Du stellst dich einfach auch mit dahin und ich coach euch jetzt einfach mal Quarter Eagles. Okay. Quarter Eagles. So. Okay, hier. You want the ball? Ja, ich will auf jeden Fall den Ball. You can. Yeah, I'm gonna coach now. I think so. Quarter Eagles. Kinder. Und keine Kinder. Es sind dafür da, dass die Hüften locker bleiben und man in beide Richtungen agieren kann. Ich werde den Ball halten und entweder nach rechts oder nach links zeigen. Und die Jungs werden entweder nach rechts oder nach links ihre Hüfte öffnen und immer wieder in die Ready Position zurückkommen. Das wird äußerst witzig, weil es voll auf die Pumpe geht. Okay, guys, ready? Okay, yeah, I'll be ready. Und ab! Okay, jetzt bist du dran.
Wie? Was? In ja, natürlich. Kommst du schon mal vorbei. Und ey, Anthony, du auch. It's my turn. Okay, aber jetzt bin ich, I'm the coach, let's go. One time, I'm the coach. Oh. Okay. You get screwed, you're right? Feet! Don't guess. Okay, we're doing it fucking again. I'm sick and tired of this shit. Okay. All right. Feet! Don't guess. Ankle! Good job. So, warm sind wir jetzt ja. Kommen wir jetzt nun zu dem wichtigsten Teil beim Linebacking. Tackling. Kannst du uns zeigen, wie das funktioniert? Alright, should I come here? Alright, first, hips down. You know, strong, powerful position. Okay. We're gonna step. Always face up, chin up, so you don't, you know, break your neck. arms, hips, grab cloth, and drive. Okay. So it makes sense? Yeah, kind of. Right, we'll find out. See what you got. Four steps of quick coaching. Okay. Quick coaching. Yeah. Quick coaching. So it's step. Yep. Face right here. Yep. Chin up. Chin up. Kin hoch. Chest up. Yep. Shoot it. Hips. Drive. There you go. Oh shit. Yeah. I'm a heavy hitter. Yeah. even when you go here and you go to drive and hips. Yeah. You don't want to stand up. Yeah. You want to drive hips through. Hips through. That makes sense. Yeah. Because when you stand up, now you get ran over. Boom. Okay. I got you. Step. There you go. Now run. There you go. So, kurzes Formtackling ist durch. Jetzt zeigen wir euch das Ganze mal in Bewegung. Anthony, du zeigst uns das jetzt mal, ne? Oh yeah, let's send it. Let's do it. Yep. All right, first, we're going to pretend like this is an old line right here, and we're tackling the running back in the hole. Running back, offensive line. Yeah? Yeah. Okay, good. Perfect. Okay, so first we're going to shuffle. Yeah. Okay. Running back's coming through the hole. We're going to chest them up. Okay. We're going to recoil. Shuffle. Through the hole. Boom. Recoil. And then run through. Okay. I gotcha. Easy enough? You know, we'll see. We're athletes. We perform on the spot, right? Das stimmt. Ja, wir sind Athleten. Das wird schon. Die beiden sind Athleten. Ich fühle mich irgendwie... Ich weiß, warum ich aufgehört habe zu spielen. Okay. Wir wollen den Drill hören. Ja. Wir wollen das Pappen hören. Okay, wir wollen also lernen. Also wir sind Maschinen. Ja, ich verstehe das. Bring the heat. Bring the heat? Okay. The hip. There we go. Finish. Oh, finish. Yeah. Again, run it again. We gotta run. Muss halt so viele Sachen. Let's go. Then hit. Boom. There we go. Boom. Finish. Woo. Das hat viel mehr mit Rennen zu tun, als ich gedacht habe. Was soll das Scheiß? Das war eine ganz dumme Idee mit euch. Eine ganz dumme Idee. Nächster Drill. So, jetzt haben wir gelernt, wie man tackelt. Natürlich muss man da auch erstmal hinkommen zu dem Menschen, den man tackelt. Meistens steht da noch ein Lead-Blocker im Weg. Simuliert von Jakob Schritte. Mach die Arme runter. Von Jakob Schritte. Ich mache den Running Back und Anthony zeigt uns, wie man als Linebacker darauf reagiert. We got our offensive line, a lead blocker, running back. We're gonna shuffle, take on the lead blocker, outside shoulder, and tackle the running back. Head always up. Und ganz wichtig, den Kopf, come a little closer, auf die Außenseite, nicht hierhin, weil hier kann ich durchbrechen, auf die Außenseite, weil dann hat er seinen ganzen Körper davor. Genau das. So, das machen wir jetzt mal in motion. You're gonna be the running back, right? Yeah. Okay. I'm fucking. You better bring the heat, cause I'm coming, baby. Just a minute. All right, I'm me. Yeah. Ready? Set. Hip. Und so wird das gemacht. That was good, oder? Okay, jetzt kommen wir zu diesen Kumpeln. Wie ihr eben gerade gesehen habt, habe ich auch schon einen Block aufgenommen. Das war ein sogenannter Rip Move. Jetzt zeigen wir euch, wie man einen Offensive Lineman geradeaus aufnimmt. Und das zeigt uns Anthony. In this drill, we're going to be taking on offensive linemen with our hands punching.
So first we're going to start. First we're going to, can we wait, please, for the coaching? Okay. Thank you. Schritt ist heiß, Schritt ist heiß. Wie Frittenfett. First we're going to run up to the offensive lineman and shoot our hands, hips through. And then we're going to recoil back and come do it all the way down the line for all the bags. Ready? Say it. Hit. There you go, there we go. Bring those hands, bring those hands, bring those hands. Jung und stark. You think you got it? No. All right, well, let's see it. Set, hit. There we go. Bring those hands, bring those hands. There you go. Okay. Finish, finish, finish. That was pretty good. Yeah, find's auch. Hast du das schon mal gesehen? Nee, finde ich nicht, weil das Zurücklaufen war scheiße. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil normalerweise hittest du ja nicht und gehst zurück, sondern du gehst vorne und dann schnappst du den Typ und dann bleibst du da. Ja, ganz genau. Ganz fucking genau! Wow! I don't know what that means. Okay, Linebacker sind wirklich tatsächlich intelligenter, als sie heute vorkommen. Aber das wird schon. Nächster Drill. Wir gehen zu dem Kollegen. Das Ganze können wir ja dann auch... Are we using this now? Ja. In Motion mit nur einem machen. On this one, let's hit him up and throw him and then finish. We'll go left and right. Okay. That makes sense? We'll extend, throw him, and then finish through. Finish through. Okay. Wait. Oh, you gotta be fucking sick. You gotta be fucking sick. Set, hit! Finish! Set, hit! Boom! Run your feet. Damn. Hey, we gotta bring the heat, boys. Yeah. Come on. Gotta move the feet. That soft shit. Set, hit! Boom! There we go! Set, hit! Schritte, das ist eher so deine Aufgabe beim Blitzen, oder? Ja. Lineman aufnehmen und dann durch. Dann gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, wie das Blitzen so richtig funktioniert. Okay. So, kommen wir nun zum Blitzen, eine Spezialität des Jakob Schritte. Jakob, kannst du uns das mal erklären, was genau beim Blitzen, bei einem Outside-Blitz, also von außen, worauf man zu achten hat und wie das so läuft? Also wichtig beim Outside-Blitz ist erstmal das Timing. Ja. Also du musst natürlich, vorher kannst du entweder Film ein bisschen gucken über das gegnerische Team, wie der Quarterback reagiert, wann praktisch der Ball gesnappt wird. Und wichtig ist, wie gesagt, immer das Timing, also wann du blitzt. Praktisch ihn nicht auch zu früh zeigen, weil sonst weiß meistens der Tackle, wenn ich jetzt als Linebacker und ich habe jetzt einen Blitz und ich zeige ihn viel zu früh, dann könnte der Quarterback noch adjusten und könnte den Running Back auf unsere Seite holen. Ja. Der Tackle weiß Bescheid, er gibt einen Call, Blitz, 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 Nummer 83 kommt und dann wissen die schon Bescheid. Ja. Also dann weiß der Quarterback auch Bescheid und so nehmen wir so ein bisschen das Momentum weg. Ja. Also ist auch wichtig, das Timing zu finden, also praktisch in den richtigen Moment zu kommen. Also praktisch, dass du weißt, okay, wie sich die O-Line bewegt, du guckst die O-Line an und du siehst, der Quarterback macht seine Callouts und dann praktisch in den richtigen Timing ranzukommen und dann durchzustarten. Am besten ist es sogar, wenn du es richtig gut machen willst, ist es, dass du einfach schon praktisch anläufst, also in letzter Sekunde praktisch schon dann Fullspeed anläufst und er gerade snappt und du bist noch kurz vor der Line of Scrimmage und dann gehst du durch, dann hast du das beste Timing. Natürlich musst du auch über ganz andere Sachen gucken. Also du musst den Tackle lesen können, wie er steht, wie er sich positioniert, ob er relativ, wo er hinguckt. Also praktisch, wenn er so steht und er guckt schon zu irgendeiner bestimmten Seite, dann ist es meistens so, okay, wenn er jetzt nach da guckt, dann weißt du, okay, ist womöglich ein Run. Und, also eigentlich siehst du zu, dass du an die Line of Scrimmage kommst und rumläufst und den Quarterback zu holen. Ja gut, eigentlich läufst du einfach nur dran vorbei und versuchst den Quarterback zu holen. Dann das ist eigentlich nur laufen und hitten. Dann zeig uns das doch am besten mal. Ja. Anthony macht den Quarterback und du läufst dann einfach mal drumrum. Kriegst du das hin? Ich zeig's dir mal. Das wäre schön. Red 80. Hit! Und dann ist er weg. Out. Und das soll ich jetzt mehr nachmachen? Das sollst du nachmachen. Okay. Nee, boah. No. Aber in Slow Motion. Ready! Hit! So, und dann komme ich hier rum. Ja. Rechter oder linker Arm? Na, linker Arm. Linker Arm. Und genau. Jawohl, mach's schon richtig. In die Throwing Mechanics und dann genau runter. Bam.
Nice, und dann kommt meistens Mitte Konya und springt noch rum da drauf, freut sich ab und macht den Celebrate. Liebe Grüße an Mitte. Das ist also Blitzen. Das ist Blitzen. Und das ist Linebacking. Das ist Linebacking. Das macht Spaß. Das macht sehr viel Spaß. Das macht sehr viel Spaß. Spaß? Mir hat es auch Spaß. Viel Spaß gemacht. Spaß. Sag Spaß. 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 Das macht Spaß. Das war Coach 'em Up Linebacker mit Anthony D'Arcangelo und Jakob Schritte. Kommen zu eurem Quarterback in eurer Nähe. Mein Name ist Thorsten Seel und ich bin raus.